Herzlich willkommen allen Freunde zu Animal Crossing New Horizons. Crossing, ne? Ja, das leckere Croissant. Ich muss euch leider gestehen, ich habe Zeitdingsi gemacht. Wir haben heute gar nicht den dritten, sondern den zweiten. Da ich morgen keine Zeit habe. Oh mein Gott. Ja, trotz Corona habe ich morgen tatsächlich überhaupt keine Zeit für sowas. Ich muss nämlich eine Vorlesung vorbereiten. Und die ist Montag. Und übers Wochenende möchte ich eigentlich ungern das machen. Deswegen muss ich das morgen wirklich machen, damit ich Wochenende entspannen kann. Ja, ja, okay, verzeiht mir, Leute. So schlimm ist es nicht. Wir haben gerade 22.20 Uhr. Deshalb, komm, ist das doch wohl verkraftbar, oder? Ja, ich glaube schon. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Freitag, der 3. April 2020, 9 Uhr, hier auf Nimmerland. Heute geht es eigentlich gar keine News. Hat denn gestern jemand den Dokumentarfilm im Fernsehen gesehen? Es ging um die Geschichte des Hochsprungs. Wirklich sehr informativ. Zum Beispiel weiß ich jetzt, dass mich Filme über Hochsprung direkt einschlafen lassen. Ach du liebe Zeit, da rede ich wieder mal nur übers Fernsehen. Tut mir leid. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Okay. Ich finde, Melinda könnte zumindest sagen, wer auf der Insel tatsächlich gekommen ist. Zum Beispiel dieser Insektentyp oder sowas. Ich habe gestern, beziehungsweise für mich heute, aber gestern, ne, für euch, habe ich noch hier Eier platziert, weil ich dachte, für Ostern ist das eigentlich ganz cool. Das sind Eierzäune. Wir können auch mal kurz ins Rezeptbuch schauen. Wo sind denn die Eierrezepte? Ganz unten, glaube ich. Hier. Das habe ich. War das das? Nee, das war die Lampe. Da. Hier sind die Zäune. Und die sind echt cool. Also, die kann man auch einzeln als Ei hinstellen. Finde ich mega cool. Ich habe ein neues Insekt gefangen, anscheinend. Regenbogenfalter habe ich gefangen. Der war da einfach irgendwo. Ja, das war es eigentlich auch schon. Was machen wir denn? Okay, wir könnten heute... Boah, mein Inventar ist immer so voll. Wir haben auf jeden Fall Fische. Die Fische, die können wir auf jeden Fall gleich erstmal verkaufen gehen. Dich würde ich ganz gerne noch fangen. Dich kann ich ja dann auch noch verkaufen. Oh, guck mal. Ach, nee. Ich wollte schon sagen... Oh, ein Fossil. Alter. Wo ist hier das Schmetterling? Ist er mir jetzt entkommen, oder was? Egal. Ah, da ist er. Egal. Och, ein Ei. Ich wusste es. Ich wusste, dass da ein Ei drunter ist. Och, diese Eier, ne? Die gehen mir ein wenig auf die Nerven, wirklich. Die gehen mir richtig auf die Nerven. Wenn man zum Beispiel fischen will, ne? Und dann die ganze Zeit nur die scheiß Wasserei daraus kriegt. Das ist echt... Oh, nervig. Wirklich nervig. Habe ich gestern überhaupt alle Blumen gegossen? Obwohl, es sieht danach aus. So viele neue... Pflanzen waren nämlich gestern nicht dabei. So, hier sind Eier dran. Die schnappe ich mir natürlich. Eben. Gießen muss ich dann... Oh, das muss ich auch noch heute Abend machen. Oh, oder ich finde morgen noch irgendwann Zeit, alle Blumen zu gießen. Oder ich mache das gleich in der Folge. Das könnt ihr natürlich auch machen. Weil ich muss nämlich morgen früh schon um 7 Uhr raus. Das heißt, ich werde jetzt aufnehmen bis... Vielleicht 3 bis 0 Uhr spätestens. Aber ich glaube, so viel müssen wir gar nicht machen. Aber ich muss die Blumen gießen. Das ist das Wichtigste. Dass die Blumen nicht kaputt gehen. Weil ich habe gestern noch viel mit den Blumen hier gearbeitet. Hier haben wir schon wieder ein Geschenk. Schnell. Und peng. So, was haben wir da drin? Also ein Ei ist da schon mal nicht drin. Das heißt, da muss eine Anleitung sein. Eine Girlande. Okay. Girlande. Ich frage mich auch, wie viele... Anleitungen es zu Ostern hier gibt. Wie viel Geld haben wir? Für Shopping? Okay. Müsste reichen. Hier haben wir... Oh, da haben wir eine neue Blume. Ist aber, glaube ich... Das könnte orange sein. Oder so. Weil rot ist ja so dunkel. Okay, hier ist auf jeden Fall auch nichts. Hier habe ich ganz viel gemacht. Guck mal hier. Okay, die ist neu. Hier habe ich so 6er Dinger genommen. Hatte jetzt nicht die ganzen Farben da. Deswegen warte ich, bis die hier gezüchtet sind. Gelb. Och, überall gelb, ey. Was soll das denn jetzt? Hier haben wir eine rote. Zwischen den beiden. Okay.
Von mir aus. Hier haben wir auch eine neue Farbe. Das könnte die hier sein. Perfekt. Ja, das sieht in Ordnung aus. Geldbaum ist gewachsen. Ich finde es lustig, dass die Geldbäume so nebeneinander sind. So, nehme ich gerne mit. Und dann gehen wir mal hier gucken. Shoppy Shoppy machen. Waschbottich. Ah ja. Genau, den brauchen wir jetzt auch. Und eine coole Kaffeemaschine. Und ein Spinnrad. Okay, Nepp. Ich will Sachen verkaufen. Ich will verkaufen. Ich gucke mir gleich auch den Rübenpreis an, weil mich interessiert das wirklich. Wie viel da jetzt wirklich... Achso, ich war noch gestern jemanden besuchen, da habe ich zwei neue Sachen bekommen. Ach, nee, das darf ich nicht verkaufen, glaube ich. Das brauche ich, glaube ich, bis zum Ende. Du kannst noch weg, ihr könnt hier auch noch weg. So, ich weiß, der Barsch, der bringt gar nichts, deswegen rechne ich jetzt nicht mit dem größten Umsatz. Dann könnten wir auch, glaube ich, den Aufgang nachher noch bezahlen. Meine haben wir schon wieder, Wäscheleine. Ja, komm. Kaufe ich natürlich. Weil, ne, umso, wenn man, umso mehr man kauft, umso schneller wächst Nux Laden hier. Aber ich irgendwie glaube ich nicht dran. Es gab auch ein Gerücht, dass das erst wächst nach, nach 30 Tagen Spielzeit. Und da dachte ich mir so, hä, okay. Als ob die Leute das alle gemacht haben. So 30 Tage nach vorne und dann wieder zurück. Nur damit hier die beiden hier expandieren. Beziehungsweise größer werden. Ey. Oh, da wäre ich schon wieder genervt. Oh. Bambus-Rollowand. Okay. Dü -dü 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 -dü. So, was will die Alte denn da? Die schreibt auch nichts mehr. Ey. Soll ich mal ey zurückschreiben? Hier geht das, glaube ich. Wir sind alles online, okay. Nachricht senden. Ey. So. Okay, dann gehen wir mal hier gucken. Oh, peng, peng, peng. Peng, 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 peng. Dü, 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 dü. Okay, oh, ein Skelett-Outfit. Cool. Hat ein Ritter-Outfit. Erstmal mit Tina reden. Der Koala-Typ ist auch da. Hey, entschuldige, aber unsere Auftragsbücher platzen aus allen Nähten. Wir müssen uns leider ein anderer Mal unterhalten. Aber danke, dass du vorbeigeschaut hast. Okay, Tina. Ich mag dich trotzdem, okay? Ja? Komm mal zu Epo. Ich muss Blumen gießen, eigentlich. Wikingergewand. Oh, und weiß sie das auch gut aus? Oh nein, ich habe gestern den Smoking nicht gekauft. In Rot. Ah, habe ich vergessen, Leute. Es tut mir leid. Tut mir leid. Kaufe ich den? Knochenkostüm. Ich finde es eigentlich cool. Ich glaube, ich kaufe den. Wo ich das Rittergewand, dieses Wikinger-Outfit ja auch ganz schön cool finde. Das sieht auch geil aus. Vielleicht irgendwie so ein Safari-Typ. Das erinnert mich voll an, ich glaube, ich nehme dieses Safari-Outfit. Ich finde es irgendwie cool. Ja, Kleidung tragen. Das finde ich cool. Okay, Leute. Dann schmeißen wir alles hin für heute. Blumen gießen und so mache ich dann später. Dann besuchen wir jetzt mal Ebro und Julia. Aber erst muss ich meine ganzen Sachen wegbringen, weil sonst habe ich zu viel mit. Zu viel, zu viel. Und dann muss ich irgendwie nachher noch gucken, bevor ich schlafen gehe. Aber um 0 Uhr will ich schlafen gehen. Um 0 Uhr will ich schlafen gehen, Leute. Oh, du bist schön. Du bist echt schön. Du gibst mir viel Geld, aber ich verkaufe dich gleich, ja? Regenbogenfalterschirn. Und die Bäume muss ich auch noch ernten. Oh, so viel zu tun, Leute. Vor allem die 40 Bäume hier wieder. Oh, die explodieren. Die explodieren. Klapp, klapp. Wir haben uns gar nicht gestern in den dritten Raum angeguckt, aber ja. War jetzt auch nicht so nötig, glaube ich.
Ist auch nicht so nötig. So. Ins Lager, alles ins Lager. Den können wir uns mal anschauen. Sieht cool aus. Aber wir behalten den Stadion-Tapete. Ah, dann mache ich die Verlies-Tapete mehr. Ins Lager, alles ins Lager. So. Was habe ich hier oben eigentlich? Ach so, ach, das habe ich nicht verkauft. Egal, ab ins Lager. Ab ins Lager, wir besuchen jetzt welche. Huhu. Du gehst auch ins Lager. Eier. Boah, die Eier, ne? Die nehmen so viel Platz im Inventar mit. Also, wenn man ein kleines Inventar hat, ne? Diese zwei Reihen, dann würde ich ja irgendwann ausrasten mit den Eiern. Wirklich. Oh, ich habe keinen Leiter mit. Ich hoffe, ich werde die nicht brauchen. Oder komm, ich nehme sie eben mit. Ich nehme sie eben mit. Und ein Grashüpfer besucht mich hier. Oh, ich finde das mit den Eiern echt schön. Wirklich. Passt richtig gut zu Ostern. Ey. Ja, warte doch, Alter. Ich suche hier noch meine Leiter. Und dann komme ich. Und dann komme ich. Dann komme ich hier. Aber bleiben tue ich vielleicht eine halbe Stunde. Und dann gehe ich irgendwann. Weil ich finde es irgendwie, keine Ahnung, am Anfang, so die ersten 2 Minuten, denke ich mir, oh cool, ich kann jemanden besuchen. Dann bin ich auf der Insel und denke mir dann nur noch so, oh ja, ich kann jetzt eigentlich auch wieder gehen. Das ist so meine Meinung jetzt dazu. Das können wir später machen. Da haben wir noch einen Geldbaum. Ich bin zu weit gelaufen. Wir müssen nach links. Nach links, nach links. Stimmt. Die Brief-Dings da, Postflasche müssen wir auch noch suchen. So, komm. Willkommen am Flughafen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte fliegen. Roger. So, für die Unterlagen müsste ich noch wissen, wohin möchtest du denn? Jemanden besuchen. Möchtest du einen lokalen oder online? Online? Online. Verstanden. Dann stelle ich mal ganz, ganz schnell eine Verbindung her. So, Kakadu, mach mal hier hin, ne? Bin mal gespannt, wie wann Corona wieder weniger wird, ja? Weil ich hatte schon seit 8 Jahren keinen Urlaub mehr. Ich würde mal gerne mal wieder in den Urlaub. Das wäre echt schön. So, wir haben gerade einen Flug nach Neverland. Neverland heißt die Insel, wie Nimmerland, nur auf Englisch. Finde ich echt lustig. Und wir haben uns nicht abgesprochen. Wir haben uns wirklich nicht abgesprochen. Neverland wollte ich aber, glaube ich, nicht. Neverland, ich mag Englisch nicht so. Nimmerland finde ich irgendwie cool. Hört sich auch cooler an, ey. Nimmer. Nimmerland. Der Nimmerpirat. Oder der Safari-Gänger da. Ich find's immer so cool, diesen Dodo da. Oh, diese kleine Animation da unten. Mann, 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 Mann. Dann habe ich aufgenommen, fast genau vor 12 Stunden, ne? Ja, ist sogar vor 12 Stunden, tatsächlich. Lustig. Und ich war noch nicht schlafen, Leute. Bringt eure Sitze in einer aufrechten Position. Guck mal, dann hätte ich gar nicht die Zeit ändern müssen. Naja, doch. Naja, doch. Sind jetzt ziemlich unproduktiv auf meiner Insel. Aber die scheint hier alles ein bisschen leerer gemacht zu haben. Und da will ich mal sagen, ich gebe den allen mal hier Corona, oder? Was sind sie denn? Hallo? Oh, da, genau. Das Ei, das will ich auch noch haben. Okay, Automaten. Ich finde die nicht so schön, deswegen habe ich die nicht, habe ich die noch nicht gekauft. Was ist hier? Ebro stinkt. Julia ist hier. Okay. Achso, ne, egal. Egal. Egal, da ist Ebro, glaube ich, oder so. Hallo, geben die uns auch mal hier eine Führung oder was ist los? Hatschi! Ja, Hatschi. Ah, so.
So, hast, boah, ist das schwer zu schreiben hiermit. Hast Corona. So, hast Corona. Bitteschön. Hatschi. So. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen. Oh, der Springbrunnen ist cool. Du Arsch. Oha. Hallo, keine Beleidigung hier. Was soll das denn? Ist er hier frech? Freche Bewohnerin hier. Ja, okay, dann schauen wir uns mal. Oh, die macht hier schon direkt einen kleinen Park hin. Oh, die Blumen, die habe ich nicht. Oh, meint ihr, es fällt auf, wenn ich hier welche klauen würde, heimlich? Hä? Oh, schön. Oh, die Blumen habe ich nicht. Die will ich auch haben. Vielleicht finde ich die hier noch irgendwo. Irgendwo am Herumgammeln. Oh, sieht echt. Boah, die hat ja richtig schon dekoriert hier. Das ist echt hübsch, wirklich. Schauen wir mal ihr Haus an. Vielleicht hat sie das auch schon dekoriert. Oh, jemand kommt zu Besuch. Okay. Oh, tatsächlich hat sie gemacht. Hat sie gemacht. Speichervorgang. Bitte berühren. Ich trinke mal eben was. So, da bin ich wieder. Sogenannter Star. Ja, lächerlich. Pfui Teufel, Alter. Ich bin hier der Star, hallo? Mann. Immer diese famegeilen Leute. Was dauert immer so lange, ey? Hat das bei uns auch so lange gedauert? Ja, ne? Ich weiß es aber nicht mehr. Ich weiß es nicht. Im Anflug. Gut, da ist sie. Oh, sorry, ich wollte nicht rülpsen. Oh Gott. Gott, wie sieht sie denn aus? Ne. Ne, 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 ne. Gott, sieht die Kacke aus. Die will ich auf jeden Fall nicht nachts begegnen, danke. Danke, danke. Oh, sie hat ein kleines Badezimmer, süß. Und eine Küche daneben. Ja. Hübsch. Hübsch. Hübscher auf jeden Fall als meine Wohnung, tatsächlich. Das stimmt. Und hier die Sakura-Bäume oder Kirschbäume sind richtig schön. Die Tapete ist richtig schön. Aber ich hätte gern welche von den Blumen. Muss ich mir noch irgendwie heimlich stibitzen. Irgendwie stibitzen. Sind die. Ach, die sind da oben. Die sind da oben. Oh mein Gott. Da muss ich mir mal eben welche klauen. Da, die muss ich haben. Warte. Und so. Okay. Davon muss ich mir mal welche holen. Vielleicht nur drei, damit es nicht so auffällt. Auf jeden Fall die. Ja. Die auch noch. Dann haben wir schon mal ein Rot, ein Gelb. Oh, die sind echt schön. Wirklich. Wie sieht denn die Karte aus? Ah, da hinten ist der Berg. Okay, dann gehen wir da mal hin. Oh, die Farbe haben wir auch noch nicht. So. Und den nehmen wir auch mit. So, hier. Bloß alles wieder wegmachen. Wir brauchen nur eine rote und eine dieser komischen Farbe da. Eher so beige statt weiß, aber ich glaube, es ist weiß. So, eine rote.
Und eine weiße brauchen wir noch. Eine weiße. Oder? Was brauchen wir? Ja, eine weiße. Zeig mal her, wo ist noch eine weiße? Wir können mal eben hier bei Meilen gucken. So, hier bitteschön. Gut gemacht. Gut gemacht. Okay, da ist keine weiße mehr gewesen. Gehen wir mal hier runter. Boah, hat sich doch gelohnt. Ich bin glücklich, dass wir jetzt noch eine andere Blume haben. Die ich nämlich noch nicht hatte. Oh, war da jemand? Ich weiß es nicht. Oh Gott, die ist da. Die ist da. Hatschi. Okay, puh. Puh. Sie hat uns nicht verpetzt. Das ist natürlich sehr, sehr cool. aber das kann ja eigentlich noch kommen, ne? So, hier ist die Girlande. Ja, schön. Schön. So, ich frage mich jetzt trotzdem wieder, was soll ich jetzt hier noch machen? Großartig. Corona. Richtig. Sie hat Corona. Da stimme ich ihr zu. Weil ich bin jetzt eigentlich soweit fertig mit der Insel. Weil es gibt natürlich noch Blumen da hinten, ne? Diese bläulichen, lilanen. Die hätte ich eigentlich schon gerne. Aber ich glaube, die sind gut bewacht. Sind, glaube ich, sehr, sehr gut bewacht. Aber wo hat sie die denn angepflanzt? Muss ja irgendwo hier einen Ort geben. Oh, warte. Wir können hier mal gucken nach Riesenmuscheln. Die nehme ich gerne mit. Riesenmuschel, perfekt. Was haben wir hier? Sanddollar. Ne, Sanddollar brauche ich nicht. Hier hat sie ihre Dings hier hingemacht. Okay. Da sind die. Schön. Ja, ich muss sagen, Ebro hat schon sehr viel Gutes gemacht. So. Ich gucke jetzt natürlich da dumm her. Aber es ist mir egal. Was ist das denn hier eigentlich? Ostermeier, ja. Ostereier Anmalzett oder was? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Ja, was soll ich jetzt hier machen? Mann, diese Frage, ey. Jetzt am liebsten von ihr ein paar Blumen hier. Hier von. Schade, schade. Oh, ich dachte gerade, was ist das denn da in der Ferne, aber es ist ja nur Müll. Nur Müll hier. Diese schönen Blumen hier. Oh, Ebro, ich will die Blumen haben. Ich will die Blumen haben. Ah. Meint ihr, das fällt auf? Komm, ich nehme sie mit. Ich nehme sie mit. Ich schreibe ihr dann später im WhatsApp. Ich habe dir zwei Blumen geliehen. Ich habe mir zwei Blumen geliehen. So, schnell weg. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Schnell weg hier. So, ich glaube hier noch ein paar Äpfel. Oh, ich kann die gar nicht runterschütteln. Doch, kann ich. Kann ich doch. Sehr gut. Dann sind wir zumindest etwas produktiv. Sollen wir hier irgendwas draufschreiben? Ich meine, ne? Können wir mal hier gucken, ne? Fabian. Und Julia ist Fabians Freundin. Julia Ben. ihr schreibe ich groß. Ihre Dates heimlich in
Im McDonald's? In McDonald's? Im. Ich nehme im. Im Restaurant, sagt man ja. Und nicht in Restaurant. Ach, McDonald's wollte ich schreiben. Sorry. Mac. Donald. So, jetzt gucken wir mal, ob es hier diese Dinger gibt. Da ist es. McDonald's. So, jetzt will ich noch ganz gern hier eine Leertaste machen. McDonald's. Ja. Und Punkt. Natürlich Punkt. Punkt ist ganz, ganz wichtig. Punkt. Oder Ausrufezeichen. Ich finde Ausrufezeichen passt ja eigentlich sehr schön. Fertig. Kann ich hier noch was? Ja, kann ich tatsächlich noch machen. Mache ich jetzt hier noch ein Herz? Ach Gott. Alter, also mit diesem Controller hier, ne? Ist das echt schrecklich, ey. So. Machen wir auch noch einzeln. So. Alle guten Dinger sind fünf, glaube ich. Oh, Tinte leer. Okay, fertig. Bitteschön. Ist es dann? Ja. Perfekt. Perfekt. Perfekt, da freut sich die Julia. Da freut sich die Julia. Ah, ne? Ne? Ablehnung, ne? Ja, hier, bitteschön. Hatschi. Ja. Ja, und jetzt? Jetzt, ich habe keine Ahnung. Was wird denn hier? Hier, Hatschi. Ich kann immer noch Hatschi machen. Warte. Wie geht das? Süß. Süß. Dick und doof. Dick. Und also mein Controller, ne? Der geht irgendwie automatisch nach oben. Und doof. Ah, dick und doof. Ja, finde ich auch. Applaus. So. Mann, diese Folge, ne? Die ist so komisch schon. Ich glaube, am besten ist es, dass ich die einfach beende. Oh, Mann, ey. Ja, hallo. So, kann ich gehen? Soll ich mal fragen, kann ich wieder gehen? Ach nee. Kann ich WD? Ah, ist vielleicht blöd. Ach, Alter, ich nehme jetzt das hier. Es geht besser. Kann ich wie der gehen? Oh, sorry, Leute, ne? Die Folge ist richtig komisch. Kann ich wieder gehen? Moritz Mann, was denn? Kann ich wieder gehen? Ich bin gespannt, was zu sagen. Oh, Evo ist ganz traurig. Ja, was soll ich hier denn machen? Ich kann hier nichts für mich machen, Epo. Und ich muss gleich schlafen, hallo? Ich habe morgen keine Zeit. Und ich muss noch Blumen gießen. Und jetzt richtig traurig. Oh. Oh. Ja, aber ach Mann. Wenn wir zu dir. Nein! Nee.
Übermorgen, ich schreibe übermorgen. Dann kann es auch nicht kommen, aber nicht morgen. Und auch nicht heute. Über. Morgen. Übermorgen. Du Bitch. Ich meinte, du tolle Person. Übermorgen. So, alle zu Julia. Oh. Hier kannst du wieder haben. Bitte schön für den Schrott. Danke. Das fand ich lustig. Ja. Nee. Oh, oh, lol. Okay. Aua. Nee, 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 das macht man so nicht. Nee, ich meine, früher hätte man auch Luftballons gehabt, oder? So was jetzt? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Kann man die eigentlich einbuddeln? Ich probier mal was. Warte. So. Vergraben. Ach nee, kann man nicht. Schade. Schade, schade. Hab ich eine Gießkanne dabei? Ausrüsten. So, bitteschön. So. Tada. Perfekt. Ja, eine Billo. Billo, Billo. Och Mann, ey, was mache ich denn jetzt hier? Ach komm, ich warte einfach so lange hier, bis die sagen, komm Moritz, geh weg. Ich mache ihr jetzt hier ganz, ganz viele Stöcke hin. Hallo. Daneben. Oh, scheiße. Ach, Mann. Ach, Mann, ey. Ach, Mann, das ist so. Lass zu mir. Okay, Leute. Okay, dann besuchen wir jetzt die nächste Insel noch schnell. Okay. Okay, vielleicht können wir da auch noch ein paar Blumen abklappern, ne? 34 Minuten ist in Ordnung. Wir machen jetzt noch eine Insel. Ja, besuchen die. Julia geht nach Hause. Gute Reise. Gute Reise, Julia. Speichergang. Vorgang. Ja, über was können wir denn sonst noch reden, ja? Wenn wir jetzt eh hier nur Inseln besuchen. Das kann. Ja, ich wollte das eigentlich mal anders machen, aber hat sich jetzt so ergeben, Leute. Es tut mir leid. Wie ist sie denn jetzt gegangen? Ist sie hier mit Minus gegangen? Jetzt möchtest du zurück auf meine Insel. Tschüss. Ebbo, wir sehen uns gleich wieder. Auf der anderen Insel. Insel. Happy Birthday to. Ach ja, ich habe ja bald Geburtstag, Leute. Boah, das ist so schlimm. Hey, Karfreitag sollte auch mein Geburtstag sein, oder? Ich war eigentlich der festen Überzeugung, weil ich habe ja am 7. Geburtstag, da ist Karfreitag. Aber
Da ist, glaube ich, überhaupt kein Karfreitag, oder? Ich glaube nicht. Ich muss jetzt hier nochmal gucken. Nee, der 10. ist der Freitag. Ich habe am Dienstag Geburtstag. Ich war so sicher, dass ich am Freitag Geburtstag habe. Ist ja richtig komisch. Ist richtig komisch, ey. Ich war echt fest überzeugt, dass ich an einem Freitag Geburtstag habe. Dass ich dieses Jahr am Karfreitag Geburtstag habe. Ist ja überhaupt nicht so. Fällt mir aber auch erst jetzt auf. Nur wir schon den zweiten haben. Ah, okay. Okay. Oh, ich habe Malen bekommen. Nett. Und Blumen bekommen. Und jetzt besuchen wir noch Julia. Mit Julia und Epo war ich in der Klasse. Mit Epo in der 11., 12. oder in der 10. Ne, 11 und 12. Und mit Julia in der 12. Genau. So. Oder? Doch. Doch, doch. Genau. So war es. So war es. Online-Spiel. Roger, dann mach mal hier. Also, ich habe auch Nachrichten bekommen. Kann ich ja in der Zeit ein bisschen lesen, ne? Vielleicht kann ich euch daraus was vorlesen, wenn ihr wollt. Dann komm eben zu mir, Bitch. Wenn du das mit Ebro ignorieren tust, oder wie zu dir. Komm, mach mal auf, Moritz. Lol, jetzt ist er bei Ebro. Ja. Genau. Per Freundesliste. Wir besuchen jetzt noch Julia, gucken ihre Insel an. Vielleicht können wir ein paar Ideen klauen. Es gibt auch zur Zeit einen coolen. Hier. Sale. Nintendo eShop. Da gibt es One Piece für 15 Euro. Diese Hauptspiele. Richtig cool. Und Just Dance ist im Angebot. Ich habe es mir jetzt wieder geholt. Ich habe auch die alten Teile gespielt. Deswegen wollte ich es erstmal. Also, ich wollte es auf jeden Fall nicht für den Vollpreis kaufen. Für 60 Euro wollte ich es nicht kaufen. Für 23 finde ich es in Ordnung. Tatsächlich. Weil für die Wii kostet das Spiel irgendwie nur 15 Euro oder sowas. Hallo? Und 60 Euro dafür auszugeben, weiß ich nicht mehr. Oh, das Signal ist gestört. Wow. Nochmal probieren. Ja. Deswegen habe ich es mir jetzt tatsächlich gekauft, weil ich die Songs auch bei 2020 nicht so geil finde. Ja, ist ein bisschen blöd halt. Ist ein bisschen blöd gelaufen. Aber macht nichts. Macht nichts. Egal. Egal. Ich habe heute, glaube ich, keine ein. Ich habe heute nichts an Serien geschaut. Ich habe Kim Possible, glaube ich, zwei Folgen geschaut und das war es tatsächlich für heute. Was habe ich denn heute gemacht? Ja, ich bin relativ spät aufgewacht. Das war, glaube ich, das Problem. Ich habe auch keinen Sport heute gemacht. Morgen ist wieder Sport dran. Die Zeit, die werde ich mir auf jeden Fall nehmen. Werde ich dann so, wenn ich aufstehe, so um 7, dann mache ich mich. Ja, dann mache ich, glaube ich, direkt Sport erstmal. Und danach esse ich, dann mache ich mich fertig. Und dann geht's schon los, ey. Vorhin, ich muss die Vorlesung mit zwei anderen Leuten machen, deswegen machen wir es morgen halt den ganzen Tag wahrscheinlich. Dass wir auch nichts falsch machen und so, ne? Ja. Das ist schon wichtig tatsächlich momentan. Alles. Oh, sie hat auch schon so schön dekoriert. Ach, ich noch gar nicht. Was war das denn da links? Muss ich mir anschauen. Muss ich mir anschauen. Achso, das war dieses hässliche Ding. Okay. Okay, achso, ihr Haus ist ja hier unten. Was haben wir hier? Holzkommode. Oh, habe ich die schon? Ich guck mal. Erlernen? Habe ich schon. Okay, dann lasse ich die mal wieder fallen. Bitteschön. Haben wir hier eine. Ne, haben wir leider nicht. Wie sieht denn ihre Stadt so allgemein aus? Ah, sie macht hier so eine Art Hafen und da hinten eine Stadt. Okay, find ich echt schön. Der Weg ist sehr, sehr schön. Ich mag diesen Sandstein. Oder was das darstellen soll. Das finde ich ein bisschen eng tatsächlich. Also für mich persönlich wäre der Weg mir zu eng. Da können wir gleich mal hingehen. Hier haben wir schöne Felder, ja.
sehr schön aus, tatsächlich. Vor allem mit der Schneiderei. Ja, das hat echt was. Gefällt mir sehr. Hier gibt es rote und Dingsy-Bumsys. Oh, meine Stadt ist nicht annähernd so schön wie deren. Die haben sich schon richtig viel Mühe gegeben, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich nicht so gut bin in Dekorieren und sowas. Aber ich guck mal hier rein. Vielleicht finden wir nur ein nettes Outfit. Vielleicht finden wir auch dieses Königsgewand da. Finde ich ganz lustig. Da gucken wir mal hier schnell rein. Ja, gar kein Problem. So, dann lass mal hier gucken. Hätte auf jeden Fall ein bisschen sportlichere Sachen. Oh, geil. Komm. Ich glaube, sowas kaufen wir uns auch einfach. Ich muss mal hier gucken. Welcher Farbe? Ich finde eigentlich, vielleicht nehmen wir Rot. Rot finde ich schon mal super. Ich finde diese komischen Rumba-Kostüme finde ich auch mega cool, ey. Die sind echt cool. Okay, das Rote, das kaufe ich mir schon mal. Ja. Ja, möchte ich tragen. So. Großartig. Ja, super. Und ich möchte dieses Rumba-Kostüm haben. Das finde ich cool. Rumba. Mitarbeiter-Shirt. Finde ich auch cool. Rumba hier. Nehmen wir das. Ja, ne? Vintage-Kleid. Ne, brauche ich nicht. So ein Diadem möchte ich eigentlich auch ganz gerne haben. Natürlich Gold. Weil Gold Gold ist. So eine Hasenschnauze. Oh, die ist echt cool. Kaugummibla. Oh, Kaugummiblasen können wir hier kaufen. Mega cool. Ich möchte auf jeden Fall diese Schnauze hier haben. Kaufen. Ja. Boah, der hat richtig coole Sachen hier. So, ich sehe jetzt ein bisschen aus wie Julia. Ah, die Hasenschnauze. Die ist perfekt für Ostern. Alter Schwede. Alter Schwede. Was habe ich hier noch gesehen? Die Kaugummiblase, ne? Möchte ich die in weiß? Nee. Schon in eine auffällige Farbe. Die vielleicht, ja. Alter, was sind das denn hier für Schuhe, Alter? Ist ja hier ein Paradies für die Mädels. Ja, egal. Wir kaufen. Nee, ich will die Schuhe nicht kaufen. Nee, will ich nicht. Ich will die Kaugummiblase nur kaufen. Genau, kaufen. Ja, perfekt. Ich kaufe zwar in der Realität kein Dingsi, kein Kaugummi, aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Adelskleid nehme ich. Tragen. Und Hasenschnauze. Mega geil. Mega geil. Ich laufe jetzt als Prinzessin herum. Ich bin der König von Narnia, ne? Da darf ich auch mal kurz Königin von Narnia sein. Ne? Ich denke, das ist in Ordnung. Da wird auch niemand sich beschweren, denke ich. So, ich gehe mal kurz in den Laden gucken, was sie hier hat. Kann er nur besser werden mit dem Angebot an Kleidungsstücken. Okay. Nee. Nee, kann doch nicht besser werden. Ich hau mal lieber ganz, ganz schnell weg. Ab. Ganz, ganz schnell ab. So, wo sind denn die Julia? Ich weiß es nicht. Aber die hat ja echt schon viel gemacht. Boah, was hat sie denn da hinten alles gemacht? Richtiges Paradies hier. Quietsche-Entchen. Schon im Pool. Mikrofon. La 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 la. Boah, sieht echt gut aus. Wirklich. Hier hat sie so eine Lampe aufgestellt. Dieses Wanded-Dings. Woher kriegt man diese Schilder, ey? Ich weiß es nicht. Ich hätte auch gerne so ein Schild. Ja. Schon cool hier. Auf jeden Fall. Hat sie viel gemacht. Wirklich. Da bin ich ja echt faul. Aber ich. Ja, okay. Ich sag nichts mehr. Ich bin einfach nur schlecht im Dekorieren, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh, super. Na? Na, lustig, oder? Nein.
Doch, ich bin weg. Ich geh mal weiter. Du kannst da hinten lachen, ich schau mir alles an. Ja, okay, Leute. Ich denke, das war's dann mit diesem Part. Ich werde jetzt gleich erstmal noch fleißig meine Blumen gießen. Vielleicht mache ich das doch morgen früh schnell. Weil eigentlich möchte ich ganz gerne schlafen. Eigentlich möchte ich schlafen. Eigentlich. Aber eigentlich auch nicht. Aber ich muss morgen früh los. Wir gucken uns mal eben das Haus von innen an. Das haben wir nämlich nicht gemacht. Fühle ich mich nämlich nicht ganz so schlecht. Willkommen. Ich schreibe noch eben, Julia, hast du schön. Ach, die hat auch die Tapete. Cool. Ah, oh, das ist echt cool. Die Tapete ist einfach cool. Oh. Hast eine schöne Insel. Hast eine schöne Insel. So, habe ich immer geschrieben. Der Raum ist nicht so schön, aber ah, man kann ja nicht alles haben. Ich hätte gerne noch eine Unterwassertapete. Oh, die Baumtapete ist auch sehr schön. Ja. Ja, okay, das war's dann von dieser Insel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Euer Kamito. Rechts ist die Playlist und links ist das neueste oder irgendein Video. Ich weiß es nicht. Deswegen, Schakako, wie komme ich hier weg? Wie komme ich hier weg? Wie komme ich hier weg? Zurück auf meine Insel. Zurück auf meine Insel. So, haben wir gemacht.